Herzlich willkommen zurück hier bei Resident Evil Village. Wir haben eine der drei Schwestern besiegt. Ich habe mir den Weg hier selber verbaut. Man hätte davor herein müssen. Ich habe mir mal Informationen dazu geholt. Und zwar könnte man eventuell über den Weg, wo wir hier hingekommen sind, also das heißt komplett nochmal durch den Keller zurück und hast du nicht gesehen. Das soll uns aber niemand stören. Also wir gehen quasi da durch. Weil ich glaube nicht, dass wir hier eine Möglichkeit haben, in diesen Raum zu kommen. Was auch irgendwie doof ist, man muss ja von da reinkommen. Wir gucken uns da gleich nochmal um. Erstmal gehen wir hier rein, wo die Lady ein Telefonatgespräch hatte. Und ja, dann ist sie durchgedreht. Die ist also nicht gut, auf uns zu sprechen. Oh. Da hat sie einfach den Tisch hier gepackt und schmeißt den da einfach quer über den Dings. Oh, Rose, Kinderbett. where are you? Ich glaube, ich will erstmal hier rein, oder? Von der anderen Seite verschlossen. Ich glaube, da ist sie auch drinne. So, machen wir hier einfach mal auf. Oh shit. Oh shit. All this for a child who isn't here. What the hell do you ungrateful, selfish wretch? You come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters, and now you even try to steal. My Robert! Dead! Rest while you can! Because I will hunt you! And I will break you! Go ahead, do your worst! Können wir nochmal über alles reden? Jetzt bin ich ja schon wieder im Keller. Oh Mann, ey. Na gut. Vergreifst dich an meinen Töchtern. Hallo? Wer hat mich zuerst gebissen und wollte mein Blut trinken? Was sind das hier für komische Spielchen, die ihr mit mir treiben wollt? Also, ich hab nicht zuerst angefangen, Miss. Also gib mir nicht die Schuld, ja? So fangen wir jetzt gar nicht an. Was soll ich da großartig zu sagen, ey? Hat sie mich durch den Boden gekloppt. Alter. Oh Mann, ey. So. Ob sie jetzt hier noch runterkommt und mich holen will? Kommt sie gleich wieder zurück in den Raum? Wollt sie einen Schlüssel holen, wa? Aber den hat nicht Missy. Den hab ich. Okay. Ich würde sagen, liegt da ein Bein? Nee, da liegt ein Fußstiefel. Wieder. Na? Das sieht mir auch aus, als wenn ich hier wieder flüchten muss. So verwinkelt, wie das hier ist. Munition und Heilung ist okay. Nee, das mache ich noch nicht. Super. Das ist ja richtig, richtig Kohle. Können wir uns bald den großen Koffer kaufen? Ich gehe nochmal hier lang. Okay, von da kommen wir. Gut, 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 gut. Hebel. Auch wieder mit gelbem Klebeband umklebt. Also da ist der Kantenlager ja wieder. Och nö, ich wusste. Nein. Ohne meine rechte Hand kann ich das nicht benutzen.
Ich brauche meine Hand wieder. Abgetrennte Hand. Oh oh. Da kommt sie. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Na, Lady, wo bist du? Die lichten Zahn zu. Ich bin raus. Tschüss. Oh oh. Rückzug. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich möchte dich aber nicht wütend erleben. Da habe ich gar keine Lust zu. Tschüss. Ach, aufschließen. Mach schon. Kann ich jetzt wieder schießen? Rechte Hand kann nicht benutzt werden. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Maske der Trauer. Oh. Tschüss, Lady. Doch, hast du doch gesehen. Ja, scheiße. Ja, das geht. Das ging schon mit seinem Fuß. Good. Man screwed this castle. Okay. Geht's mir jetzt? Ich meine, die Hand, er hat die Hand ja schon mal verloren. Also nicht die. Oh, geht mir auf die Nerven. Was wollt ihr denn von mir? Ja, immer schön in die Schnauze. So. Ja, es geht mir, glaube ich, gut. ich habe nur meine Hand verloren. Da kommt ja noch einer. Wie viele kommen denn hier noch? Okay. Was mache ich jetzt zuerst? Ich weiß was. Ich schaue einfach mal. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich schaue einfach mal, ob ich da nochmal durch kann. Ich glaube wohl nicht, dass der mir hinterher rennt. Okay, die Lady ist nicht da. Die ist verdammt groß, ey. Hat sie mich durchgekloppt? Die hat auch eine große Badewanne. Okay. Lippenstift? Warum? Wieso? Der ist wertvoll. Ich möchte nicht wissen, was Duke damit vorhat. Duke. Hier komme ich auch raus. Ja, aber ich komme da nicht mehr rüber, okay? Ja, gut.
Ach, jetzt ist die Tür plötzlich auf. Okay. Wehe, die läuft jetzt hier rum. So. Hier ist ja keine Tür. Schon, aber da steht alles im Weg. Da ist die Tür. Na gut, dann. Ich will das versuchen. Ich will gucken, was da in dem Raum drin ist. Nachher ist da was drin, was wir gebrauchen könnten. Uff, ich wollte gerade sagen. Ich denke mal, hier wird kein Viech mehr auf mich lauern. Dann können wir ja ganz schnell durchsprinten. Wenn ja, dann... Wenn hier noch irgendwas lauert, dann bitte nicht angreifen. Ich bin nur auf der Durchreise. Die gruselige Musik könnt ihr euch auch sparen. Das ist die Frage, ob ich den Aufzug... Ah, guck mal, da ist er da. Der ist unten. Na dann. Aufwärts. Supi. Das wäre auch echt fies, wenn ich hier nicht mehr reinkommen könnte. Ah, Speicherraum, okay. Und 1000 Lei. Gut, sehr gut. Aber das ist alles nur zum Speichern und ein bisschen Geld? Ja, siehst du, Vorhang vor. Ich drücke mal Y wegen Waffen wechseln. Aber das muss ich hier gar nicht. Kann ich das hier eigentlich kaputt machen? Nein. Ich könnte hier speichern. Aber es ist noch lange nicht Zeit zum Speichern. Ah, das ist auch ein... Obwohl, ich speichere einfach mal. Ich wollte eigentlich so wenig speichern wie möglich. Aber es ist schon ein scheiß Raum zum Speichern. Da komme ich jetzt bestimmt nicht rüber, ne? Ja. Das ist ja doof. Was musst du für einen Aufwand betreiben, um hier hinzukommen? Naja. Wenigstens kommen die Viecher nicht wieder. Warte mal. Okay. Hätte ja sein können, ne, dass das so suggeriert, hey, du kannst das bewegen. Und dann denkt der Spieler sich so, warum? Warum soll ich das bewegen? Vielleicht ist dahinter was? Man hätte es ja nicht wissen können, ne? Alter, das ist die Hand. Was ist das für eine Szene gewesen, bitte? Und Abvase. Eieiei. Und schön. Gut. Bloß weg hier. Oh Mann, ey. Natürlich hat er mich gesehen. Wie soll es auch anders sein? Aber ich mache den fertig, weil wenn ich nachher eine Fluchtszene habe, dann ist der mir im Weg. Na komm nur. Daneben! Wunderbar. Also es macht schon echt Spaß. Was mache ich jetzt als erstes? Gehe ich... Oh, das ist sogar eine Abkürzung. Och, komm schon. Egal. So. Schließ auf die Kiste. Von der anderen Seite verschlossen. Ist hier alles hier verschlossen? Oh, Nebengebäude.
Also das mit den Dietrichen ärgert mich immer noch, dass das so ein Verbrauchsgegenstand ist. Vielleicht kann man sich auch, ich sag mal, gute Sachen verbauen. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man halt vielleicht den Schrank findet. Habt ihr es gehört? Da läuft einer rum. Der Lippenstift der Herren ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn in ihr Badezimmer zurückbringen. Ist eine Spezialfertigung. Sehr wertvoll. Spezialanfertigung aus Blutrot? Nein, jetzt laufen hier auch diese Viecher durch die Gegend. Ob das was bringt? Oh, guck mal. Untersuchen. Ein Tag nach der Behandlung. Die drei Mädchen bewegen sich nicht mehr. Sie wirken fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln schien. Die gemeine Fliege! Nervt. Ja, die können sich ja in so Insekten verwandeln. Warte mal, kann man das vielleicht drehen? Also sprich, dass man da was findet. Vielleicht kann da was rausfallen. Da ist das Bild. Wer weiß, was mit ihm passiert ist. Guck mal, da ist irgendwie auch die, das ist Mother Miranda. Und die steckt da irgendwas oder hat irgendwas in der Hand, was so Auswüchse hat. Ja, tatsächlich sind jetzt hier so eine Viecher. Erinnert mich irgendwie an diese Mönchviecher. Stich ihn! Sehr gut. Schöne Kombination aus allem. Kugel. Dieses Auseinanderfallen, ne? Ah, guck mal, das Spiel ist kaputt. Oder wird repariert oder restauriert auf jeden Fall. Haben wir da jetzt die Kugel für? Guck mal, Globus. Guck mal, genau da oben. Da. Da wohne ich. So, Typ. Da ist er. Gegner wegstoßen. Tut weh, oder? Ah, cool. Ist dein Schwert runtergefallen? Au, Drecksvieh. Bastard. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Löst sich das Schwert auch auf? Ja. Schade, ich hätte es mitgenommen. Ja, ein Dietrich wird benötigt. Das ist nicht die Eingangshalle. Es ist aber trotzdem hier wunderschön. Mondscheinsonate. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dabei finde ich die eigentlich richtig cool, die Mondscheinsonate.
Ach, das ist der Konzertraum. Warte mal. Ja, der Konzertsaal. Können wir spielen? Noch nicht. Hier die Fliegen. Die gemeine Fliege. Wissenschaftlicher Name. Größe 5 bis 6 cm. Fällt die Temperatur unter 10 Grad, reduziert sich ihr Stoffwechsel auf das absolute Mindestmaß. Und ihr Körper versteift sich. Also es ist die Kälte, die denen nicht gut tut. Alles klar. Ist irgendwas verbrannt? Warum liegen da so Schrottteile? Nee, raus gehe ich noch nicht. Ich möchte erst mit dem Flügel interagieren. So, untersuchen. Was steht da? Ist nicht die Mondscheinsonate, ne? Ach, echt? Nein. Das kann ich nicht. Ich bin nicht so musikalisch. Ach so. Ach so, okay. Das ist ja... Ah, fast richtig. Schade. Schmiedeeiserner Schlüssel. Ob ich den auch nur einmal benutzen darf? Okay, das war cool. Das war richtig cool. Ich hätte jetzt zwar gedacht, dass das etwas schwieriger sein würde. Ganz ehrlich, Freunde. Wenn ihr jetzt Noten lesen könnt, hättet ihr das auf Anhieb spielen können? Schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare. Das würde mich echt tierisch interessieren. So, jetzt haben wir einen schmiedeeisernen Schlüssel. Zack, entriegelt. Ah. Jetzt sind wir wieder hier. Nee, euch lasse ich mal da, wo ihr seid. Ach, falscher Weg. Ihr seid nicht schnell genug. Was auch immer ihr seid. Ihr seid genauso beißfreundlich wie die Lykanten. So. Was hast du nur dafür? Ach, echt? Nein. Das Berühren der Figuren ist mit Pfoten verboten. Oh, ich bin fast tot. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, der hat's hinter sich. Na komm nur. Sehr gut. Ich kann bei Duke langsam mal wieder ordentlich Asche abgeben. Sag nicht, die ist hier. Ja, komm. Ja, es wird Zeit, wieder ein bisschen was zu craften. Keine rostigen Teile mehr. Wie sieht's aus mit Heilung? Ja, damit... Ich glaube, zwei Heilungen reicht erstmal. Wir müssen ja nicht gleich so verschwenderisch werden.
So, lass mich mal kurz gucken. Das ist die Speisekammer. Da geht's in die Haupthalle. Ja, dann würde ich doch einfach mal gerne... Lass mich doch mal in Ruhe, Mensch. So, was haben wir oben? Genau. Oh, Waffenkammer. Oh, da möchte ich gleich mal rein. Da gehen wir, glaube ich, als erstes rein. Halle der Freude. Bibliothek. Wir gehen erstmal zum Duke. So. Ich kann auch eine Maske hier hinhängen. Der Trauer. Okay, das ist ja das hier. Sehr gut. Hallo, Duke. It's a pleasure to see you safe. How were things? No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? Welcome, welcome. You're sure to find something new. Oh, okay. Yes. Oh yes, so seriös auf einmal. Was gibt's denn hier Neues? Willst du mich verarschen? Her damit. One of my most popular items. Ja, ist zwar nicht so schick wie Leons Koffer, aber immerhin. Da sind sogar die alten Flicken noch. Das ist wahrscheinlich sein alter Reisekoffer. Damit hat er angefangen. Das war sein erster Laden, weißt du? Da war er noch dünn. Wie dünn er dann noch war. Securing goods is Werkstatt. More important than anything. Anything, my friend. Da sagt er gar nicht zu. 640 von 600, von 560. Ja. Ich habe hier Schädel für dich. I see. Den Lippenstift weiß ich noch nicht, ob ich den verkaufen will. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. A good deal, if I say so myself. Ja, alles gut. Aber wir haben die Kugel. Kugel. Ah, okay, ich verstehe. Ob man das versauen kann? Oh, man kann das sogar noch drehen. Nein, 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 nein! Ah, okay. Ich würde schon sagen, dass man das halt nur einmal... Oh, perfekt. Ah, ja, doch nicht. So, im Ziel. Oh, Feuerwerk. Juhu. Ruhige Kugel schieben. Ein roter Schädel. So, warte mal. Schätze. Sehr wertvoll. Untersuchen. Wie die Musik sich auch gleich ändert, ne? Jetzt leuchtet das Schloss. Das ist ja richtig cool. Oh, yes. Du hast leider auch nichts, was mich jetzt wirklich interessieren würde. Für die Flinte vielleicht einen schnelleren Abzug könnte ich mir fast auch so leisten. Ich könnte mir natürlich auch Munition kaufen, was ich ganz nice finde. Ich weiß es halt nicht so. Mir fehlt... Nein, nein, nein. Ich habe nichts vergessen. Ich würde jetzt einfach mal ein Safe anlegen. Und da würde ich sagen, wir machen beim guten Duke... Mit dem Schloss im Bild. So, das ist doch ein schönes Bild. Mit diesem Bild verabschiede ich mich bei euch. Es hat mir ja wieder sehr viel Freude gemacht. Und ja, oh, das Licht ist aus. Schade.
Auch die müssen mal Strom sparen. Auf jeden Fall sind wir hier safe. Und ja. Gut, Duke, hast du noch was zu sagen? Irgendwas Interessantes? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Nee, interessiert ihn nicht. Da liest er sein Buch Flirtparadies. Kann er gerne machen. Ich sage auf jeden Fall danke, dass ihr dabei gewesen seid für euer Feedback. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.